Hallo zusammen und wieder mal willkommen bei Pierre Bastelt. Ja, seit langer Zeit mal wieder ein anderes Thema. Ich bin ja jetzt hier länger beschäftigt, wer das hier verfolgt, mit dem Gebrauchtwarencenter T. Jonas. Vor einer geraumen Zeit war ich allerdings wieder mal bei den Dampflokfreunden Berlin e.V., altes Bahnbetriebswerk. Und dort gibt es unter anderem auch hervorragende Flohmärkte auf dem Gelände oder einen großen Flohmarkt. Und da habe ich unter anderem hier für 3 Euro dieses wunderbare alte Haus erstanden von Faller Modell Nummer 270. 3 Euro ist ja nur echt kein Geld dafür und das sah hier auch nahezu komplett aus. Da muss man jetzt nicht viel reparieren, aber natürlich muss man es ein bisschen aufhübschen. Das war ja auch die Idee dahinter. Das ist natürlich also wieder ein Fall für Pierre Bastelt. Genau, hier ist nochmal das Haus. Ja, und wie bei meinen eigenen Modellen auch, sieht man hier irgendwann, wie die Klebestellen so ein bisschen durchschlagen oder wenn es halt nicht sauber gemacht ist. So sah die Verpackung aus. Faller B270 und hier nochmal im Prospekt aus dem Jahr 1975. Ne? Das Landhaus, selbstständige Einheit mit Doppelgarage und hat 2 Eingänge mit kurzen Treppenaufgängen. Ja, die Garage war jetzt nicht dabei. Kein Drama, ist es nicht unbedingt notwendig. Ja, ein paar Teile fehlt natürlich. Und ja, hier sehen wir nochmal, da wo eine Laterne aufgeklebt war, da ist jetzt was abgebrochen. Gut, kein Drama, kriegen wir irgendwie hin. Firma Faller, sehr schön. Und jetzt werden wir das nochmal so ein bisschen mal auseinandernehmen. Hier auch wunderbar. Guck mal, das hat nicht mal richtig festgeklebt. Das können wir mal runternehmen. Ja, hier das Tor. Das sieht gut aus. Da sieht man auch so ein bisschen die Klebereste. Hier oben das Geländer fehlt. Da werde ich mir was einfallen lassen. Das ist aber auch kein Problem. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das hier so ein bisschen zerlegen, ohne größeren Schaden anzurichten. Das Geländer geht auch schon mal runter. Wunderbar. Und hier löst es ja auch schon so ein bisschen von der Bodenplatte. Also das sollten wir noch mit bisschen Gewackel und Geruckel doch hier hervorragend irgendwie zerlegen können. So, die eine Treppe ist auch schon mal weg. Jo, und dann ruckeln wir uns hier mal so ein bisschen zurecht und durch und ja, die losen Teile sind dann auch ganz schnell entfernt. Kübel hier, die waren nicht so einfach zu entfernen, also eigentlich gar nicht. Und bevor ich da irgendwas kaputt mache, lasse ich sie halt an Ort und Stelle. Da muss ich halt schauen, dass ich die dann irgendwie nochmal schön in Szene setze. Aber erstmal die alten Pflanzreste raus, das alles abkratzen. Und das Ganze gilt dann auch letztendlich für die Bodenplatte. Da war ja auch noch so ein bisschen Bewuchsrest drauf. Runterkratzen, runterschrubben. Teilweise so ein bisschen mit dem Cutter auch was wegschneiden. Ja, das sind so quasi die ersten Vorbereitungshandlungen. Dann sehen wir auch hier Innenseite an den Beglasungen entsprechende Folie drauf. Gut, kann man lassen. Teilweise möchte ich aber die Freiheit haben, dann selbst zu bestimmen, was worauf kommt. Also werden wir hier auch quasi das ganze Haus mal mehr oder weniger entglasen. Die Fensterrahmungen kleben bombenfest. Die kriege ich nicht raus, aber das Glas geht zum größten Teil ganz ordentlich ab. Dann stellt man auch fest, dass bei manchen Bauteilen, so wie ich es früher auch mal gemacht hatte, als ich noch kleiner war, einfach aus der Gussform raus und dann einfach aufkleben. Hier war dann nicht richtig geschliffen wurde. Hier kann man auch nochmal nachschleifen, nachfeilen, um dann die Kanten und Gussreste noch wegzubekommen. Dann, wo wir schon mal dabei sind, das in der Hand zu haben, kann man das ja auch schon mal locker mit vorbereiten. Dann sehen wir auch hier innen drin den schwarzen Karton. Sehr ordentlich. Da dürfte dann auch das Licht nur dadurch scheinen, wo es durchscheint. Also da, wo es durchscheinen sollte. Gut, aber das war auch mal das Übliche, ne? Das ganze Haus lichterhell. Und das werden wir auch entsprechend ändern. Gut, dann schauen wir trotzdem weiter, was noch so los ist, was wir entfernen können. Hier die Kellerbeglasung kriege ich nicht raus. Die ist zu fest. Die will ich kaputt machen. Jetzt aber hier haben wir eine Tür. Okay, da lassen wir das Glas aber auch dran. Können noch ein bisschen schleifen das Ganze. Wie gesagt, gucken, was alles locker ist. Hier weiter entglasen. Apropos Folie ist natürlich Papier, nicht Folie. Aber egal. Weg damit, runter damit. Aber ein spezieller Spaß auf jeden Fall ist hier draußen. Die sind hier diese ja, Klinkerverblendung da irgendwie auch aus Papier. Und ja, ist auch so ein bläuliches Licht. Hat schon ein bisschen eine andere Farbe angenommen, würde ich mal sagen. Und sieht auch nicht mehr schick aus. Und da ist dann rumzupinseln, das wird dann auch ein bisschen, also irgendwie runterkratzen. Das Einweichen brachte übrigens nichts. Ja, das Zeug war bombenfest. Also jetzt hier mühevoll herunterkratzen. Aber auch das
gelingt dann irgendwann. Ich glaube aber nicht, dass ich das dann wieder ersetzen werde. Ist halt eine Renovierung und keine komplette Restaurierung. Schauen, ob noch ein paar Teile locker sind, aber wie gesagt, mit Gewalt will ich dann nicht mehr lösen. Die Bodenplatte hatte ich übrigens auch komplett mal abgeschrubbt, ja, dass da noch die letzten Klebe- und Grasreste runterkommen, die jetzt auch noch mal ein bisschen nachbehandeln. Ja, generell immer die Frage, setzt man so ein Haus auf eine Bodenplatte oder ist das immer so ein bisschen unrealistisch, weil dann ja irgendwann der Gehweg irgendwie aufhört. Also ich finde, das hier sieht das gar nicht schlecht aus. Das hat so ein bisschen was, auch gerade mit der kleinen Vortreppe und verschiedene Steinarten und vor allem hinten auch die Terrasse. Ich werde hier die Bodenplatte behalten, entsprechend umgestalten und dann kommt das später auch auf eine Parzelle und werde es dann da irgendwie entsprechend ja, integrieren. Also mal hier bei Einfamilienhäusern, Reihenhäusern kann das mal machen, denke ich. Da kann man ja den Garten ein bisschen anders gestalten, aber so bei Stadthäusern zum Beispiel in einer Straßenflucht und wenn dann dort so die Bodenplatten am Bodenplatten stoßen, teilweise noch verschiedene Asphaltierung haben, dann sieht das schon ein bisschen eigenartig aus und da habe ich dann auch eher die Bodenplatten dann vermutlich weglassen. Ja, und nach dem Abriss ist vor dem Aufbau und der findet hier statt in Form der ersten Lackierung. Und zwar hier im Bereich der Bodenplatte, die Kellerfensterschächte und Umrandungen ja, sind aus Beton gegossen. Dementsprechend ein helles Betongrau, aber auch was denn hier die Fugen angeht, der Bepflasterung, streiche ich die ebenfalls erstmal in diesen Betongrau komplett ein. Und wo ich schon mal gerade die Farbe offen habe, wird hier auch der Gebäudesockel entsprechend nachlackiert. Also im Großen und Ganzen ist das hier die gleiche Farbe wie vorher auch. Nur eben entsprechend aufgefrischt. Aber Thema Dach. Da dachte ich mir, ach, machst du da mal eine andere Farbe? Vielleicht ein bisschen moderner. Und kam hier auch so ein wunderbares dunkles Grün. Und ja. Weil es muss natürlich nachher im Gesamten wirken. Jetzt sieht es vielleicht ein bisschen sehr befremdlich aus, aber so meiner Vorstellung kann das nachher nicht ganz so gut aussehen. Und dann habe ich mit dem Gebäude auch gleich mal einen leicht anderen Look. So, Sockel ist gemacht, Dach ist gemacht. Jetzt kommen wir an Details hier. Bei der Gaube links und rechts sieht es ein bisschen nach Holzverblendung aus. Hier ebenfalls, da am Terrassenbereich ist ein Holz. Und hier in dem Eingangsbereich haben wir eine andere Farbe. Mal schauen, ob ich das so lasse oder ändere. Aber Schritt für Schritt gestalten wir das Gebäude so langsam wieder hübsch. So, und entschlossen habe ich mich hier, dass auch die Latten wieder diese Holzfarbe bekommen. Mit einem etwas dunkleren Braun die Holzunterkonstruktion des Daches. Und natürlich die Fassade komplett mit einem matten Weiß wieder überstreichen, auch das wieder auffrischen und natürlich auch die alten Klebestellen entsprechend übertünchen. So, jetzt sind hier schon die Dachrinnen fällig. Hier ist noch ein kleines Stückchen übrig, das ich hier noch streichen muss. Das Haus ist wieder soweit zusammengesetzt. Alles geweißt. Also die Wand hier muss ich noch machen, ja, das sieht man noch ein bisschen leicht. Und innen drin auch schon wieder mit schwarzer Pappe komplett erstmal ausgekleidet. Immer wieder probiert mit der Taschenlampe, wo dann noch Licht durchscheint. Das wird auch noch mal ein, zwei Nacharbeiten geben. Die Bodenplatte ist soweit erstmal weiterentwickelt worden. Jetzt habe ich hier dort, wo diese Ziegelstruktur zu erkennen war, auch entsprechend hier so eine Ziegelpflastersteine draufgemalt mit so einem Rostrot. Jetzt ist dieser Sockel dran. Da, wo früher diese Laterne drauf war, überlegt, ja, baue ich da jetzt auch eine Laterne rein, die sogar funktioniert. Da dachte ich, nee, mache ich nicht. Da kommt dann vielleicht wieder ein Pflanzkübel rauf. Aber jedenfalls werde ich den Sockel hier, ist ja auch so geziegelt, gemauert. Das werde ich jetzt wie den Schornstein weiß lackieren. So, und hier bei den, ja, den Fensterschächten zum Keller haben wir teilweise auch Gitterroste angedeutet. Die habe ich jetzt hier auch durchs quer rüberstreichen. Silberfarbig lackiert und hier, wo dann so ein bisschen Begrünung raufkommt, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, grundiere ich erstmal mit einem braunen Ton, falls denn noch irgendwie etwas durchschimmern sollte.
So, so schaut es dann erstmal aus. Inzwischen auch hier die Terrassenfliesen und unter der großen Treppe auch schon mal die Steinfliesen entsprechend lackiert. Und jetzt lassen wir das Ganze erstmal wie gehabt wunderbar trocknen. So, und Trocknungszeit ist Nachdenkzeit und ja, ich nehme jetzt im Grün ganz einfach diese schnönen Grasmatten von der Firma Noch. Hier habe ich noch ein paar Reste übrig, reiß mir und schneid mir das zurecht. Warum nicht ums Haus drumherum? Kann das auch mal so ein gepflegter Rasen sein, ja, auch kurz geschnitten, kurz gemäht. Das ist dann hier, glaube ich, kein Problem. Da muss ich jetzt hier nicht groß mit Beflocken anfangen. So, und schneid das entsprechend zurecht und dann wird das Ganze mit Holzleim eingekleistert an den Kanten zueinander. Reiße ich das immer so ein bisschen ein, damit es halt keine glatte, gerade Kante gibt. Die Erfahrung zeigt, dass es so ungeraden Übergängen eher unsichtbar wirkt. So, und wenn noch das schön getrocknet ist, kommen hier wieder die blühenden Büsche von der Firma Faller zum Einsatz. Die hatte ich ja auch schon hier beim Gebrauchtwarencenter am Wickel gehabt und schneide mir eben aus diesen etwas doch großen Büschen so kleine Stücken heraus. Und das wird jetzt hier die Bepflanzung rundherum um diese kleine Terrasse herum, damit auch dort ja das Ganze so ein bisschen lebendiger ausschaut. So, jetzt seht ihr vielleicht auch schon so ein bisschen, dass hier auf den Terrassenfliesen und hinten, wo dieser Ziegelboden da ist, da bin ich auch schon mit einem Washing rüber. Das heißt, das Ganze ist auch automatisch etwas dunkler geworden, etwas gebrauchter schaut es aus, aber vor allem auch jetzt nicht mehr so glänzend. So, manche Lacke wollen nicht mehr so richtig matt abtrocknen. Jetzt ist es aber doch alles recht matt. Ja, und inzwischen entwickelt sich so ein bisschen der Bewuchs rundherum um diese kleine Terrasse. Und am Ende stelle ich schon mal das Haus erstmal nochmal rauf. Nur locker eine kleine Passprobe. Und ich finde so, ja, jetzt hat man so langsam einen schönen Eindruck von dem Landhaus. Da muss noch die Treppe hin, klar, logisch, noch einige andere Sachen müssen noch an Details gebaut werden. Aber auch die anderen Pflanzenkübel sind schon wieder bepflanzt. Und ich finde, das sieht doch schon mal ganz anständig aus. Ja, und dann können wir schon mal wieder mit der Beglasung anfangen. Dazu verwende ich hier Blisterfolie aus Verpackung. Die schneide ich mir mal aus, heb die auf und kann die jetzt entsprechend auf Maß schneiden. Ich verklebe die hier auch mit dem Holzleim, der trocknet transparent ab und sollte doch mal irgendwie etwas auf die Glasscheibe kommen, sich nicht vermeiden lassen. Kann man das zur Not hinterher auch noch, wenn er getrocknet ist, einfach ja irgendwie runterrubbeln mit dem Holzstäbchen. Das ist relativ simpel. Mit einem lösungsmittelhaltigen Kleber wäre das glaube ich nicht so gut. Der würde entweder das Kunststoff anfressen oder halt milchig machen, aber mit dem lösungsmittelfreien Holzleim oder Bastelkleber überhaupt kein Problem. Und so machen wir das halt hier Stück für Stück. Setzen wir die Beglasung ein, immer etwas links und rechts und oben und unten vom Fensterrahmen mit ein bisschen Luft, auch das Glas etwas größer geschnitten. Und somit umgehen wir die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas auf das Glas vom Kleber kommt. Ja, ganz kurz nochmal zum Thema Washing. Ich benutze dazu immer hier Künstler Acrylfarbe, kann man auch im Baumarkt kaufen, Acrylfarbe, ja, im Bastlerbedarf. Und die verdünne ich stark mit Wasser, mit einem Tropfen Spüli drin, damit auch dort die Oberflächenspannung gebrochen wird. Und das Ganze wird ja, würde ich dann so sehr nass einfach rüber gewaschen, deswegen auch Washing. Ja, so viel also jetzt hier zur Beglasung aus der Blisterfolie. Und dann kommt auch wieder mal nochmal der Test an gewissen Stellen mit der Taschenlampe, ob dann alles soweit, ja, nicht lichtdurchlässig ist, wo es nicht sein sollte. Hier sehen wir aber da an der Umrahmung von dieser Tür, ja, das ganze Holz leuchtet da irgendwie durch. Das kleben wir auch nochmal mit schwarzer Pappe ab, die entsprechend auf Maß schneiden, hier das Loch für die Glastür ausschneiden und dann wird auch das hier entsprechend verklebt. An den Kanten auch nochmal und dann ist auch das soweit nicht blickdicht, aber lichtundurchlässig, wo es halt auch lichtundurchlässig sein soll. Checken das nochmal am Ende mit der Taschenlampe. Jetzt sehen wir da unten da was leuchten, na, an der Kante zur Treppe. Da muss also auch nochmal ein kleiner Winkel mit schwarzer Pappe angebracht werden und dann ist auch das, wir leuchten nochmal, behoben. Und genau so machen wir das.
So, weiter geht's. Ja, hier diese Schablonen hier von der Fensterinnenbekleidung, nenne ich mal, mit Vorhängen, Gardinen, Rollos, was auch immer. Die konnte ich mir bei Faller Create gratis herunterladen. Und jetzt möchte ich hier aber zum Teil nicht komplette Fenster bedecken, sondern nur links und rechts so etwas runterhängen lassen. Das heißt, ich schneide mir das hier entsprechend auch so aus der Form zurecht. Und ja, andere Fenster natürlich, die ich halt komplett bedecken möchte, beklebe ich dann komplett. Aber hier möchte ich halt nur die Ränder haben. Das wären halt die Räumlichkeiten, wo man dann auch ein bisschen Interieur sehen oder erahnen kann. Wie gesagt, ich möchte nicht das ganze Haus komplett beleuchten. Einige Fenster werden von innen halt auch dann mit schwarzer Pappe hinter einen Gardinenaufkleber beklebt, dass da halt entsprechend kein Licht scheint. Aber hier, gerade im Terrassenbereich im Erdgeschoss, da soll so ein bisschen Leben sein. Hier sieht man dann auch so links und rechts, okay. Da sieht man so ein bisschen Gardine, ein bisschen Vorhang aufgezogen in der Mitte, aber kann man dann hineinblicken. Und das wiederhole ich auch noch an ein, zwei, drei anderen Fenstern, gerade hier im Bereich, auch zur Terrasse hin. Ja, dann geht es darum auch, wir sehen ja durch den Sockel und durch die Treppen außen, dass in das Basement der Boden nicht ebenbürtig ist, also etwas erhoben ist. Das heißt, ich muss das hier auch so ein bisschen anpassen. Habe hier so ein Styrodur mit Papierbeschichtung, war mal ein Fehlkauf, aber es sind so ungefähr 5 mm und das kann ich mir jetzt hier mal auch ganz grob zurechtschneiden. Ja, es wird immer so ein bisschen rissig und franzig, aber das ist hier echt mal erstmal völlig egal. Ich muss erstmal auf das entsprechende Höhenniveau kommen. Ich mache das mal hier für das gesamte Erdgeschoss und da kommt dann auch noch etwas als Bodenbelag drauf. So, inzwischen auch hier wieder ein paar LEDs oder eine LED eingebracht. Eine reicht völlig aus. Das war hier eine, die ich hier in Kaltweiß gekauft hatte. War ein Fehlkauf und habe die einfach mit gelber Farbe überstrichen. Und seitdem leuchten sie einfach mal warmweiß. So simpel geht es manchmal. Und habe die hier mit Heißkleber eingebracht. Und soll so ein bisschen das Erdgeschoss auch gerade hier beleuchten. Und hier sehen wir auch, ne, zur Terrasse hin, da auch links und rechts ein bisschen Vorhänge. Und da kann man auch reingucken. So, und hier haben wir dann schon mal grob erstmal einen wunderbaren Holzfußboden und im nächsten Abschnitt, ja, hier auch aus Styrodur zusammengeschnitten, einfach mal so ein bisschen Wände, Trennwände, ein Sofa aus Papier in die Lehnen angebracht. Das Ganze würde ich ganz grob aus farbigem Papier, irgendwie Teppiche reingeschnitten, eine Wanddeko. Das muss nicht so detailliert sein, man guckt da nicht so genau rein. Das ist halt nur, wenn man irgendwie ein Foto macht und im Hintergrund was sieht und da ist Licht drin, dass man da so ein bisschen Ambiente hat. Mehr muss es wirklich nicht sein. Also ich will da keine komplette Partyszene drin haben und das muss dann auch nicht so dermaßen vor Details strotzen. Kann man machen, muss ich hier aber, finde ich, jetzt nicht. Ja, was aber noch weiter zu machen wäre, wäre hier draußen, sagte ich ja hier, wo mal die Laterne war, die Kunststofflaterne, die ja abgebrochen nicht mehr vorhanden ist. Sag ich mir, da kommt dann einfach mal so ein Pflanzenkübel rauf, hier aus meinem Pflanzenkübel-Set von Busch ist das. Und ja, bauen wir hier entsprechende Pflanzen zusammen. Wird einfach eingeklebt, da ist auch so ein bisschen Erde mit bei, also optische Erde, die in den Topf damit rein kann. Und wenn das alles schön getrocknet ist, dann kann ich mir das hier hervorragend einfach mal da auf diesen kleinen Sockel platzieren mit Kunststoffkleber. Das soll ja dann ja quasi für die Ewigkeit sein. Gut, dann hatten wir noch das Thema Balkongeländer. Ja, und auch hier kommt mir hier wieder eine 2 Euro Basteltüte, auch die vom Flohmarkt bei den Dampflokfreunden erstanden, zugute. Da sind also einige Sachen drin. Ich habe noch eine eigene Restekiste, da habe ich jetzt aber auch nichts Passendes gefunden. Und jetzt schauen wir doch mal hier nach, was alles bei ist. Also, ja, hervorragend, auch für mein anderes Projekt. Ihr wisst schon, Gebrauchtwarencenter. Aber jetzt schauen wir da erstmal, ob wir hier was Passendes finden für unseren Balkon. So ein paar Sachen sehe ich da schon und sortiere das mal vor. Und jetzt, ja, also das hier passt nicht zum Stil, ist auch viel zu klein. Das können wir mal aussortieren. Ja, das ist dann eher so ein Gartenzaun, nee, auch weniger, ja, ebenso, passt nicht. Aber hier, diese zwei, ja, von der Höhe her oder Breite zumindest, passt das schon mal. Man müsste es ein bisschen höher anbringen. Und hier haben wir ein ähnliches in Braun. Das heißt, wenn wir die beiden zusammenfügen, die sind doch recht ähnlich, kriegen wir daraus, glaube ich, eine wunderbare
Balkonbrüstung hin oder Balkongitter, wie man das auch mal nennen möchte. Oder wie es auch richtig heißen mag. Ja, wir kürzen das mal entsprechend, schleifen das zurecht und dann, wie gesagt, eine leichte Erhöhung. Da kommen hier wieder diese Reste von meinem, ja, Handlauf entgegen. Auch da schneide ich mir entsprechend was auf Länge zurecht. Verklebe das Ganze alles miteinander. Und auch das darf dann erstmal eine Runde trocknen, bevor es dann entsprechend wie die anderen Geländer am Haus, soll ja so ein bisschen ein Guss sein, schwarz matt lackiert wird. Und dann kann ich das wunderbar hier am Haus auch anbringen. Und wir sehen noch weitere Details aus der, ja, ich sag mal, Restekiste hier. So zwei Außenbeleuchtungen. Eine hier im Terrassenbereich, eine hier im Eingangsbereich. Da ist unser Pflanzentopf. Ich finde, das sieht doch soweit gut aus. Also, muss man sagen, für ein 3-Euro-Haus 2-Euro-Restekiste, daraus mal minimal was entnommen, ist das hier, wenn wir das hochrechnen, gut mit den Farben, aber die waren eh vorhanden. Ja, hier 5 Euro für ein gebrauchtes Fallerhaus und das sieht doch, finde ich, richtig schick aus. Also ich würde meine Koffer packen und da einziehen, aber da kommt noch was drumherum. Ich habe noch ein paar Ideen, wie auch das Grundstück dazu aussehen kann. Irgendwie fehlt mir da auch noch ein Grill. Mal schauen. Ja, aber auf jeden Fall kann man mit einem bisschen Bastelei aus älteren Gebäuden was richtig Schickes machen. Und das würde ich für ganz, ganz wenig Geld. Nur etwas Zeit. Aber Zeit ist ja in diesem Hobby sowieso eigentlich keine bezahlbare oder entsprechend zu rechnende Größe. Ja, dann war es das hier mit meinem wunderbaren neuen Eigenheim. Landhaus Vater Modell Nummer 270 für, ja, maximal 5 Euro. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.